Hallihallo, Löschen, und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. Erstmal wieder Geld klauen. Ach komm, den lassen wir mal sein Handy abfackeln. Ich finde das immer echt lustig. Nein, jetzt reicht. Wir brauchen Sanitäter, und zwar schnell. Ja, okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei einer Mission, bei einer bestimmten. Und jetzt möchte ich mir bitte gerne mal diesen bestellen. Ach, guck an. Okay, die Lackierung ist echt gewöhnungsbedürftig. Lass mich mal einsteigen hier. Huch, ich wollte nie. Was denn, da freut die sich, oder was? Oh, das ist cool. Ey, das ist ja geil. Das ist hier echt alles verdammt cool. Das ist ja geil. Da freuen die sich, weil ich einen Burnout mache. Wie war denn das, kleiner Mal hier? Wie ging ein kleiner Mal, Wow, wow, wow! Wir fahren heute gemütlich. Wir sind heute mal easy peasy. Oder sowas. Wir sind mal the chill round. The chill round gang kennt man vielleicht. Nee, also wir machen jetzt den nächsten Bankautomat, der das sowieso gleich schon hier vorne ist. Und bis dahin fahren wir einfach mal ein bisschen entspannt mit einem Lowrider. Scout X in der Nähe. Alcatraz-Führer. Nee. Belohnung? Hier. Nee. Hä? Newsfeed? Hä? Home? Nee, hä? Hier. Doch. Stanford Tower. Den muss ich irgendwie... Ah! Guck mal an. Aber weißt du was? Das machen wir mal ganz easy. Das machen wir ganz schick. Vor allem. Bei Regen. Ist ja auch mal egal. So, jetzt verraten wir bloß nochmal inner, wie die Kamera ging. K wie Kamera? Die 9? Warte mal, hier steht es doch bestimmt irgendwo. Kamera R. Ja, klar. Wow. Hat es erstmal geleckt wie Sau. Okay, Stanford Tower haben wir. Missionsziel erfüllt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Immer hier um die Kurve. Zum Glück nicht rutschig. Okay. War da gerade der Motorsound weg? Ja, geil, der Motorsound ist weg. Das ist schön. Brauche auch keiner. So, Quatsch. ja. Wir müssen da hoch. Zum Stanford Tower. Und da ist auch gleichzeitig eine Kerndatei. Also, wir schlagen... Huch. Das ist ja... das war jetzt so nie geplant, dass ich auf Anhieb den Weg gefunden habe. Aber gut. Hier. Und ich würde gerne vorher mal kurz was gucken. Nämlich die Kerndatei ist irgendwo da drinne. Das machen wir danach. Okay, wir machen erstmal den Bankautomaten. So, mal sehen, wenn wir jetzt wieder was Gutes tun oder Leid antun. Wir werden uns entscheiden. Je nach Stimmung, je nach Gefühl. Mal sehen, an wessen finanzieller Zukunft wir diesmal drehen. Je nach Gefühl, wer es denn ist, wie sie denn drauf ist. Blooms neuem CTOS-fähigen Bankautomaten. Bitte warten, Ihre Identität wird bestätigt. Nee. Willkommen zurück, Miss Lee. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Bitte gib mir etwas Geld. Die scheint nett zu sein, oder? Ich kann über die jetzt zwar nichts rausfinden, das ist ein bisschen doof. Ach man. Geld auszahlen? Oder? Pesos kaufen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Miss Lee. Bitte nehmen Sie Ihr Geld. Mexiko. Peso, nega hetta. Chiso haseo. Chiso. Kanadische Wehrware kaufen. Das ist gemein. Nein, komm. Miss Lee.
Im Rahmen unserer Kontowerbeveranstaltung haben Sie $200 erhalten. Mo? Oh, na, 세상에. Ja, Gesundheit. 진짜요? Alassoyo. Da freut sie sich. Oh, ist ja niedlich. Hier stand's gerade. Ich kann über die nie viel rausfinden. Was denn nun schon wieder? Studiengebühren zahlen. Ach komm, was soll's. Glückwunsch, Miss Lee. Ihre monatliche Kursgebühr wurde ist Studentin, hat kein Geld. Jetzt komm. Ah ja, die hat sich gefreut. Da konnte man das einmal machen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Wir sind ja ein paar nette. Wir sind ja nett. Wir sind ja der nette Markus. Wir hauen nur die Leute um. Guck mal, hier geht's auch. Ach, schön. Meistens geht's dann irgendwo noch hoch. Okay, hier ist bestimmt... Das brauchen wir bestimmt gleich. Pass auf. Wir müssen bestimmt... Ja, war ja klar, dass das... Ja, okay. So, B. Ja, du Affenjunge, Affenbumper, Bumper, Jumper, Bumper. Toll. Nochmal bitte. Alles auf Anfang. Wow, das war eine dumme Idee. So, dann gehen wir mal hier rein, wa? Hallo? Hallo? Ja. Ah ja, ganz großes Kino. Wo geht's denn hier lang? Okay, ich glaube... Ach du, was... Also, hier sind wir rausgekommen. Dann schalten wir erstmal das frei und das frei. Okay, das war easy. Wo hängt es denn hier? Okay, der fährt mal da lang. Dann können wir das freischalten. Das freischalten. Das freischalten. Das freischalten. Okay, das ist ja doch relativ easy. Das sah bloß ein bisschen kompliziert aus. Ach, ich lasse die immer aus, dass sie rückwärts fahren auf einmal. Also immer falsch rum, egal wie ich es gerne hätte. Okay, das machen wir gerade. Das ist check. Das. Okay, das ist easy, okay. Ich hätte jetzt sonst sowas erwartet. Okay, hoffentlich reicht die der Empfang, sonst wäre es ein bisschen... Verliert Signal. Ist aber nie so geil. Das hätten wir. Okay, jetzt haben wir das auch. Dann haben wir... Ist ja gemein. Kurz vor Signal verlieren, das ist ja fies. Okay, das. Und dann müsste es eigentlich durch sein. Richtig? Ja. Okay, gut, dann stellen wir mal wieder auf, gehen mal in das Türchen rein und hier haben wir eine Kerndatei. Stanford Kerndatei. Geil, neue Kerndatei verfügbar für... Ach, Betäubungsturbo, okay. Also diese Nahkampfsachen und so, die habe ich irgendwie noch nie gelernt. Das wird auch nicht so schnell passieren, glaube ich. Ich hatte doch irgendwo ein Auto stehen, richtig? Aua. Die Betonung liegt auf hatte. Denn irgendwie ist es weg. Arschgeigen. Gut, wir gucken mal nicht auf der Map. Wir gucken mal in das Deadsec, in die Mission. Die hier immer zur Hälfte haben wir die jetzt abgeschlossen. Genau, Map. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Da ist der nächste Bankautomat. Oh je. Komm mal her, Wow. Ja,
gut so. Du und ich, wir wissen, wie es läuft. Oh, ist das süß. Wenn er mir jetzt blöde gekommen wäre, da hätte ich schon erstmal Glatzer-Handy angefackelt. Wer bist denn du? Mal lesen. Wie war dein Flug? Wow, die haben mich in der erste Klasse aufgestockt. Scheiße, nochmal habe ich Champagner getrunken. Ja, das verstehe ich. Ernsthaft? Wie das denn? Wie das denn? Hab behauptet, der Security-Kerl hätte mich angegrapscht. Naja, klar. Okay. Hi! Ey, du Clown! Verpiss dich lieber! Okay. Ich will da bloß das Tütchen haben. Das war jetzt Zufall. Also das war sehr gut getimt. Aus Versehen. Gut, sind wir wieder raus hier aus der Geschichte? Du bleibst mal kurz stehen. Gib mal kurz dein Auto, ich brauch das mal kurz. Vielleicht bist du der Glückliche, der gleich Geld kriegt. Oder auch nicht. Antike Münze, okay. So. Kurve. Ach klar, wieder irgendwo da oben. Gut, schauen wir uns mal wieder um. Wo ist das ungefähr? Da oben. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Also viele Mal hilft irgendwas. Nein, das ist ziemlich ein Parmigianer. Kann ich was haben, das nicht wie ein Kolostomiebeutel aussieht? Okay, lustig. Ah, hier ist ein Forschungspunkt. Ein Forschungspunkt! Wo denn? Genau, mitnehmen. Ach komm, Arschloch. Komm ich denn hier nirgendwo irgendwie mal ein bisschen hoch? Mir hier irgendwo was in der Nähe, was, was staplertechnisch irgendwie... Da auch nie, da auch nie. Im Krankenhaus keine Hebebühne echt ist. Das ist, verstehe ich nie. Das verstehe ich einfach nie. Das ist aber cool, dass die, da wir gerade an einem Krankenhaus sind, auch Krankenhausgespräche führen sozusagen. Das finde ich geil. Was hat denn der so erzählt? Gute Bar. Ah, guck mal. Ah. Ich glaube, ich bin verliebt. Schön. Ah, guck mal an. Hüpf. Hüpf. Manchmal sind die Gebäude durchschaubar und manchmal auch sehr, sehr verzwickt. Muss man leider mal so sagen. Was heißt leider? Ist ja gut. Also. Nee, warte mal. Ich will erstmal den Forschungspunkt gleich haben, wenn wir sowieso einmal hier sind. Das Problem ist aber, ich gehe erstmal kurz. Warte mal, ich gehe erstmal hier runter. Ich komme wahrscheinlich bei Betten nicht mehr hoch auf Anhieb. Yeah! Alter, hast du das hier sehen, du. So, Bankautomaten hacken und danach Forschungspunkt holen. Denn ich hätte gern den Jumper mit Double Jump. Jumper mit Double Jump. Ulala. So. Ich liebe es, die Dinger zu verarschen. Ich auch. Oh Gott. Wer bist denn du? Bestimmt voll eingebildet. Willkommen bei Blooms neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Bitte warten, Ihre Identität. Halt die Klappe. Boah. Sei still. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Oh, ich hasse dich. Du musst noch was zahlen, sagst du? Wie kann ich Ihnen helfen? Großer Gott, ich will Geld holen. Wonach sieht's aus? Wow. Was mich jetzt mal interessieren würde. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Coleman. Ein Bonus von $200 wurde Ihrem Konto gut geschrieben. Nicht schlecht. Wieso? Mich würde jetzt mal interessieren, das ist zwar voll das Arschloch. Du lahm. Beeil dich, du blöde Maschine. Boah, richtiges Arschloch. Aber ich zahle dem jetzt mal 1000 aus.
Mal sehen, wie, ob er sich irgendwie bedankt oder so. Wow, schick. Heute Abend gönnt sich Daddy eine Nutte. Okay. Blöde Idee. Okay, wir hätten dem doch das Geld abzocken sollen. Schade. Naja gut, war mal ein Versuch wert. Ich wollte mal... Was war denn das für eine lustige Aktion? Ich wollte es einfach mal testen. Einfach mal, vielleicht hätte sich das Blatt gewendet oder. Ja. Hätte er mal klappen können. Dann hätte er mal an das gute Menschen glauben können, aber... Naja, wir haben ja gesehen, was wir daraus lernen. Wir geben nur noch den Leuten Geld, die es auch verdient haben. So. La la la. So, jetzt gehen wir uns noch, wenn ich über die Kante komme, den Forschungspunkt holen. Wo war denn der? Mitnehmen. Hier irgendwo? Oder? Yeah! Schubidu-wap, schubidu-wap. Komme ich hier irgendwie? La la la. Na klasse, wie komme ich denn jetzt dorthin ungefähr? Wow, ich habe Hunger. Ich muss mal was essen. Real life und so. Oh Gott. Irgendwie habe ich gerade Hunger. Das ist ja nie so geil. So, wie sieht's denn aus? Ich komme hier nicht mehr hoch. Bin ich immer unten? Ah, okay. Hat sich also geklärt. Wow, Ping-Pong spielen. Ja, hier ist es. Okay. Yeah, ein Forschungspunkt erhalten. Hallo. Ey, was macht denn der manchmal für Fax? Hä? Oh, warte mal. Scheißhaufen. Wow, Schnauze. Was? Hat er nicht gesagt. Hä? Ich hab dich kein Stück berührt. Sag mal, was willst denn du von mir? Wo müssen wir jetzt hin? Ist ja auch erstmal alles egal. Wo müssen wir? Na, nur genau. Also mal ganz ehrlich, wir könnten auch Schnellreise machen, aber das werde ich nicht tun. Muscle Car? Höchstleistung? Komm, wir nehmen den hier. Lackierung? Gibt's da, haben wir da nie was Hübscheres? Ah, wir haben ein paar neue. Okay. Ach, das ist hier von dem... Ah. Komm, wir nehmen mal die. Fahrzeug. Hochleistung. Wir fahren ein Stück. Bestellen. Wo ist denn mein Auto jetzt? Ich bin hier. Wo ist mein Auto? Was zum... Ah, oh, ist ja manchmal echt doof. Steht da drüben vielleicht irgendein hübsches? Was man mal... Das Nudelmobil! Oh, ist das süß! Ah, hier ist dieses klomische andere. Na, das ist auch nie besser hier. Ei! Was stellen sich die Leute vor? Echt mal, ey. Warte mal, da steht, glaube ich, ein ganz hübsches Auto. Entweder nehmen wir den. Oder... Ach komm, nehmen wir den. Alles klar. Nein, wir nehmen den nicht. Hau ab. Der war schlau. Nehmen wir den? Nein, nehmen wir nicht. Ey, komm, ey, ich hasse diese Elektroautos. Die haben dieses komische Fietschen drin. Das ist so ekelhaft. Bestellen. Ich probiere es nochmal. Ich krieg kein Auto mehr. Geil. Komm, Alter. Just for fun. Wow. Wow. Ah, warte mal. Warum steige ich aus? Alter, das Ding ist ja mal... Alter, wie krass. Das Ding, das ist voll der Flitzer, ne? Hui! So war's nie geplant. Aber war mal lustig. Ah, du kommst wenigstens mit dem überall durch, ne? Oh, hier liegt irgendwo Geld. Wo denn ungefähr? Oh.
Ja, cool. Sag mal, Geld mitgenommen? Alter, was ist denn das für eine Karre? Das ist ja abnormal. Wow. Alter, die kannst du kaum steuern. Scheiße. Wo geht's denn hier runter? Aber was ist denn das für ein Kack jetzt hier? Hä? Hier unten ist ein Auto. Wo ist mein Auto? Ich will mein Auto. Mann. Ach, Manu. Ist doch kacke. Geht's hier irgendwo in eine Tiefgarage? Ah, guck mal an. Wow, nee, lieber nie. Das werde ich vielleicht nicht überleben. Hüpf. Ja, gut, dann holen wir uns hier eben das Auto. Wow, hier hätten nur noch zwei andere rumgestanden. Oder drei vielleicht auch. Gibt es irgendein anderes hübscheres Auto? Nee. Motorräder fahren im Übrigen auch sehr gut. Ach, das ist die Stealth-Karre, die ich habe. Jetzt habe ich es mal gerafft. Wow, deswegen kann ich auch keine andere Lackierung drauf machen. Das ist die zu diesem Root Pack, würde ich behaupten jetzt. Ich sehe da sowieso langsam nicht mehr durch, aber ich glaube zumindest, dass es davon ist. Ach Gott. Wow, ja, es sind gerade so alle okay. Jetzt halt die Klappe. Ach Gott, ich verpasse andauernd diese Kackeinfahrt. Dein Ernst? Jetzt. Auf geht's. Tschüss. So, wir müssen nämlich 2-3 Meter fahren. Hm. Ach ja, Leute. Macht trotzdem nach wie vor mega Laune. Auch wenn ich jetzt so eine lange Zeit hatte, ich habe mich schon doch mal wieder ein bisschen drauf gefreut. Man darf sich halt nie überspielen, ne? Kennt man ja, wenn man dann zu viel und zu oft an einem Game hockt, dann verliert man irgendwie ein bisschen die Lust dran. Ist ja aber gar nicht so. Gut, ich hatte auch ein Stück Pause dazwischen, da ging's. Die Pause hat mich allerdings dann nicht so sehr gestört, weil ich halt viel gespielt hatte. War eine ganz gute Entscheidung, doch mal eine Pause einzulegen. Und jetzt habe ich mal wieder Bock drauf und ich möchte alles haben. Alles. Jede Mission, jeden Fitzel, alles möchte ich machen, haben. Mitnehmen, was nur möglich ist. Je nachdem, was möglich ist. Wir schauen uns die Geschichte einfach mal an, würde ich sagen. Vielleicht sage ich irgendwann, okay. Jo, kein Bock mehr. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das macht echt Fun. Und ich würde sagen, nach dieser Aufnahmesession mache ich mal wieder eine Aufnahmesession im Koop. Koop. Mit dem lieben Dra wahrscheinlich dann, ja. Also mit wem sonst, ja. Mit wem denn sonst? Hat der kein anderer das Spiel? Oh, warte mal, da ist eine Information oder was auch immer. Was die Karre jetzt nur genau bringt? Keine Ahnung. Hacken. Wow, was ist nun los? Hey, ich habe gerade was mitgehört. Bei einer Frau sind plötzlich alle Ausgaben in die Höhe geschossen. Was ist denn da los? Ich suche mal die nächste CTOS-Box. Mal sehen, welche Infos die über sie und ihre Nachbarn sammeln. Gib mir Bescheid. Das ist schräg. Wir kommen nicht rein. Markier's. Ich sehe mal nach. Du meinst selber hingehen? Mann. Hehehehe. Komm ich bestimmt nie hoch, oder? Ja, war ja auch wieder klar. Hier kann man drüber klettern. Da kann man hoch, da kann man... Okay. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Ich höre gar nichts auf diesem Scheißding. Wow, hier geht's los. Hier ist irgendwie Krawall. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ganz ruhig. Da muss ich rein, okay. Polizei ist gleich da. Okay, komm ich jetzt... Jetzt muss ich da eigentlich... Hallo? Toll. Komm ich irgendwie anders hoch? Was hast du? Kann ich da rüberspringen?
Was hast du, Homo? Homie. Entschuldigung. Ja, alles nur Spaß. So, komm ich jetzt. Pass auf, der kann doch wieder nicht springen. Oh, 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 der Herr kann doch mal springen. Puta madre. Puta madre. Puta madre. So, okay. Und jetzt darf ich hier, ja, jetzt darf ich hier hacken. Ist das richtig? Sehe ich das so richtig? Yeah. So, Drohne einstecken. Wow, wow. Mein Auto. Jetzt hat er ein paar Arschgeigen. Alter, 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 alter. Was ist denn hier los? Wow. Oh, warte mal, da habe ich gerade eine Idee. Da 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 da. Dem klauen wir mal Geld. Dem auch. Den lassen wir mal in die Luft fliegen. Den geben wir auch mal. Bam. Haben wir da noch irgendwie... Ach, hier kommen wir zu uns. Beweise hochladen. Toll. Was denn nun? Alter, warum? Was hab ich denn... Alter, was hab... Na, toll. Ich bin da mal weg, de. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Komm, den einen Bankautomaten will ich jetzt noch machen, diese Folge. Ja, komm. Wälzt sich noch weiter im Dreck. Wem es Spaß macht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hi, ich bin wieder am Leben. Ich kann zaubern. Da ist noch ein Forschungspunkt. Entschuldigung. Ich kann es doch nie ändern. Mitnehmen. Ohne einer zum Mitnehmen. Zum Hacken wäre zu einfach. Tschüss. Hihi. Drüben ist ein Kaffee. Ach nee, ein Autohändler. Das wäre auch mal spannend. Ja, Feindesgebiet, 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 Feindesgebiet. Im Moment noch nie, im Moment noch nie. Aha. Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Hä? Fitnessarmband. Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Oh, die Karre, Alter, die lässt sich so scheiße fahren. Lass mich doch mal jetzt da dazwischen hier. Was soll denn der Scheiß? Komm ich denn jetzt hier drüben? Natürlich. Wow, durch den Zaun gebackt. Wie geil. Ich hätte einfach den Stapler nehmen. Ist egal. Es gibt eben immer viele Möglichkeiten, irgendwo überhaupt reinzukommen. Die war jetzt so eigentlich ungeil, weil ich durch den Stacheldraht irgendwie durchgesäppt bin. So, hier komme ich wieder raus. Und wo ist jetzt? Ach, hier. Ein Forschungspunkt, den nehmen wir doch gern. So, wir müssen irgendwie dahinter. Nehmen wir mal den Golf hier. Ist ja kein Golf, ist irgendwas anderes. Sieht zum Glück aber auch überhaupt nie aus wie ein Golf. Da hinten ist jetzt ein Geldbündelchen, das ist aber erstmal egal. Wow, wo muss ich denn? Warte mal. Da muss ich hin. Wim, wim, ich fahr falsch rum. Ja, da war ja klar. So, gib mal Gummi jetzt hier. Oh Gott. So eine Möhre, die wieder nie aus dem Knicke kommt. So, wie weit müssen wir denn noch fahren? 400 Meter sind wir gleich da. Aber ich werde mich schon mal von euch verabschieden für diese Folge. Was an dem nächsten Geldautomaten passiert, das überlasse ich dem nächsten, der nächsten Folge. Bin selbst mal gespannt. Und diesmal bin ich nie... Warte mal, Scout X. Alter, was ist denn das für ein Ding? Scout X, Newsfeeds Home. Verrückter Prediger. Ah ja, den kenne ich. Hier müsste da sein. Ist er aber nie.
Der ist nicht da, der ist nicht da. Ich muss aber sowieso da irgendwie hoch. Toll. Hier um die Ecke fahren, das hat mir jetzt auch viel gebracht, ne? Christ Delight. Naja, logisch. Rätsel, 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 Rätsel. War hier nie irgendwo gerade so ein komisches Moped-Ding? Was ist denn da los? Oh. Kann ich was hacken, wenn ich hier unten was mache? Wo geht denn das hin? Warte mal. Ich gehe mal kurz gucken. Wow! Was macht denn der für lustige Sachen hier? Oh, hier. Okay. Das gucken wir uns nächste Folge an. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Immer noch, immer wieder und immer... Was auch immer. Ja, vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder bei Watch Dogs 2 mit dem Marcus und dem Twitch-Pulli, was auch sonst. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.